Servusle und herzlich willkommen zu einem Livestream hier bei The Wandering Village mit eurem Bobas. Jetzt muss ich nur ganz kurz einmal schnell hier leise machen. Ich hoffe, man hört mich. Aber ich glaube schon. So, einmal anwenden und herzlich willkommen, Efi und Pitti. Servusle. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, man hört mich. Ich habe es endlich mal geschafft, das Mikro anzumachen, gell? Okay. Ja, Premiere von The Wandering Village. Das Spiel kommt am 14. September raus. Und ich habe doch das Glück gehabt, einen Vorabzugang zu bekommen. Und da war eben eine Sperre drauf im Grunde bis heute 18 Uhr. Deswegen musste ich tatsächlich warten bis 18 Uhr. Das Mikro, das steht hier vor mir. Wo ist denn das Mikro? Man sieht es gar nicht. Ja, ich habe das hier vor mir stehen. Es steht auf einem Karton, dass es ein bisschen höher ist. Dass es nicht ganz am Tisch steht. Aber ich glaube, auf dem Tisch würde das Mikrofon auch gut sein. Im Gegensatz zu dem vorherigen. Werbung. Servus, la Tom. Huhu, Tom. Ja. So. Also ihr... Ich habe es ja im Discord habe ich es ja schon geschrieben und angekündigt, dass ich dieses Spiel heute machen werde und dass es eben zwei Keys, es gibt tatsächlich zwei Schlüssel, die ich verlosen werde. Und das werde ich allerdings nicht heute tun während des Livestreams, sondern ich möchte, dass jeder die Chance hat, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und deswegen werde ich, wenn der Stream vorbei ist, ich schätze jetzt mal so 1,5-2 Stunden habe ich eigentlich gedacht, vielleicht dauert es auch länger, werden wir sehen. Ich denke aber 2 Stunden werden es mindestens sein. Ich werde hinterher das Ganze schneiden und morgen dann, ich muss mal gucken wann, ich denke 14 Uhr so ungefähr, vielleicht auch ein bisschen später. Ich glaube, da gibt es eine Auflage von Twitch, dass man 24 Stunden, nachdem der Stream gelaufen ist, nichts irgendwo anders veröffentlichen darf. Also ich werde es lieber auf Nummer sicher machen, werde dann quasi morgen um 18 Uhr dann den Part hochladen, so dass jeder mit teilnehmen kann hier an dem Gewinnspiel. Im Grunde ist die Teilnahme recht einfach. Einfach nur den Part kommentieren. Da mache ich es diesmal unabhängig davon von irgendeinem Hashtag oder sonst was. Beim letzten Mal war es ja, glaube ich, Hashtag Key und dann hat man teilgenommen. Aber ich würde sagen, einfach jeder, der mit teilnehmen will, kann mal einfach mal einen netten Kommentar hinterlassen, was mir natürlich auch auf jeden Fall hilft, meinen Kanal so ein kleines bisschen zu supporten. Also würde mich auf jeden Fall freuen. Bedingungen muss ich natürlich jetzt halt heute auch beim Livestream jetzt schon mal sagen, also für die auf YouTube jetzt das dann sehen, ist ganz klar. Also, einfach mal kommentieren. Das ist schon mal die Teilnahme. Die zweite Bedingung allerdings ist, ich muss von den Leuten irgendwie eine Kontaktadresse haben oder sowas. Also, wenn jemand auf YouTube meinen Video kommentiert, muss ich auch auf dessen Profil eine E-Mail-Adresse finden. Ich habe das nämlich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann den Leuten hinterherrennen muss, die was gewonnen haben. Also die, was gewonnen haben, denen antworte ich ja sowieso dann auf die Kommentare. Wenn ich dann allerdings in das Profil reingehe und dann schaue wegen Profilinfo, ich finde keine E-Mail-Adresse. Und es ist ein bisschen nervig. Die Verlosung wird stattfinden am Mittwoch, das ist dann glaube ich der 14. Müsste der 14. sein, ne? Ja. Weil an dem Tag kommt nämlich auch das Spiel raus. Ja, oder Discord halt. Je nachdem, Hauptsache ich kann jemanden kontaktieren. Ich hatte nämlich bei dem, was war es nochmal? World of Retailing, da habe ich ja auch verschiedene Schlüssel verlost und bis jetzt sind immer noch 2 dabei, die gewonnen haben, aber ihren Schlüssel noch nicht bekommen, weil ich die nicht kontaktieren kann. Und das möchte ich jetzt einfach in Zukunft vermeiden, weil es gibt viele Leute, die sich wahrscheinlich freuen, einen Key zu bekommen für dieses Spiel,
Und ich mache das jetzt wirklich so, an dem Tag, wo die Verlosung ist, werde ich in dem Profil nachschauen. Wenn ich keine E-Mail-Adresse sehe, dann werde ich auf jeden Fall natürlich erstmal einen Kommentar da lassen bei dem oder derjenigen, das gewonnen wurde. Und dann ist im Grunde Zeit bis maximal zum Ende des Monats. Und wenn ich bis dahin keine Rückmeldung bekomme und kein Kontakt zustande kam, dann werde ich den Schlüssel oder die Schlüssel, wenn es beide betrifft, würde ich das nochmal verlosen. Da bin ich jetzt diesmal rigoros und ich denke mal auch jetzt halt mit diesem Livestream, mit diesem Video ist die Regel dann auch klar. So, und wie gesagt, das Gewinnspiel, das läuft bis zum Livestream am Mittwoch. Das heißt also, bis Mittwoch, 14.09.22, wenn die Verlosung rum ist, ist dann auch damit das Gewinnspiel beendet. So, ich würde mich freuen, wenn sich keiner meldet zum Retailing. Ja, wie gesagt, ich habe noch zwei Schlüssel und ich werde es jetzt demnächst so handhaben, dass ich die Schlüssel quasi wieder freigebe. Also, da werde ich mich aber demnächst drum kümmern, ist aber jetzt ein anderes Thema. The Wandering Village. Ich habe dieses Spiel ja schon mal angezockt mit, ich glaube, 5 Parts. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und hat mir ja ultra gut gefallen. Deswegen kam es ja auch dann sofort bei mir auf die Wunschliste. Ich hatte jetzt tatsächlich das Glück, dass die Entwickler mich angeschrieben haben und haben gesagt, ey, wenn du Bock hast, wie wär's? Kannst einen Key vorab kriegen, kannst du das Spiel mal zeigen und wir packen dir noch 2 Schlüssel mit drauf, die dann gültig sind quasi ab dem 14., wenn das Spiel veröffentlicht wird. Ich weiß jetzt nicht, wann es veröffentlicht wird, es wird wahrscheinlich wieder 17 Uhr oder 18 Uhr sein. Ich lege mich da jetzt nicht fest, auf jeden Fall am 14. wird das Spiel veröffentlicht, also ist es dann im Handel erhältlich und deswegen möchte ich dann auch die Keys an dem Tag verlosen in dem Livestream. So, ich würde sagen, genug gebabbelt, oder? Trinken wir noch einen Schluck Kaffee und legen dann los. Cheers, Bröstler. Jo, also ich freue mich schon drauf. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon das Game kennt von dem angezockt. Aber wir fangen auf jeden Fall sowieso ein neues Spiel an. Hier war zwar weiter gestanden, weil ich ja noch alte Spielstände hatte, die hätten aber eh nicht funktioniert. Also von daher habe ich einfach mal alles rigoros gelöscht. Wir machen ein neues Spiel. Ich werde trotzdem auf Neuling gehen, weil ich einfach nochmal das Tutorial mit euch durchmachen möchte. Und ja, neuer Spielstand. Machen wir einfach Bobas 1 und fertig. Hast du nicht was von Twitch-Integration erzählt? Ja, das muss ich jetzt dann mal gucken, wenn wir im Spiel sind. Da weiß ich jetzt noch nicht Bescheid. Ich konnte es natürlich vorher nicht testen. Ne? Ich habe zwar mal reingeschaut in das Game, ganz klar, ob das mit Sound und allem Möglichen passt, eben auch mit der Musik und so. Aber ich habe noch nichts ausprobieren können. Von daher würde ich sagen, wir starten das Game. Und wenn wir dann erst einmal das Tutorial durchhaben, dann werden wir mal gucken, wie das mit der Twitch-Integration ist, weil das hat dann sowas drin, wie, dass man den Leuten, die da sind, irgendwie Namen geben kann, also das seid dann ihr im Grunde auch gefordert und wenn irgendwie ein Richtungswechsel ansteht, dann könnt ihr da quasi mitbestimmen, in welche Richtung wir mit dem Onbo abbiegen werden. Da freue ich mich schon drauf. Servus, la Karolinchen. So, ich blende mich jetzt halt erst einmal aus für das Tutorial und für den ersten Film. Halte ich jetzt dann mal meine Klappe und würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mitten rein. Also viel Spaß jetzt halt bei diesem Let's Play angezockt, Gewinnspiel, wie auch immer. Driven from our homes by the toxic spores, we kept wandering, looking for shelter. But not in our wildest dreams did we imagine what we would find. Tja, und da ist mir der Ton wahrscheinlich ein bisschen zu leise dann gewesen. Naja, gut. Sorry, aber ich denke mal, ihr habt es lesen können. Tutorial, willkommen. Hallo Freund, ich bin der Dorfälteste und verantwortlich für die guten Leute hier.
Wir, die Niomaner, sind weit gereist und haben im Laufe der Jahre viele harte Zeiten überstehen müssen. Aber jetzt sind wir auf ein Onbu, ein legendäres Wesen, das schon vor Jahrhunderten als ausgestorben galt, gestoßen. Das muss Schicksal gewesen sein. Es hat wohl sehr lange hier im Boden geschlafen. Vielleicht ist es jetzt erwacht, weil das Gift immer tiefer in die Erde sickert. Das arme Ding scheint völlig erschöpft zu sein. Es hat sich wieder hingelegt und ist eingeschlafen. Ich habe mal gelesen, dass Onbu ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Ich frage mich, ob es hier draußen überleben kann. Sieht so aus, als müssten wir uns von nun an gegenseitig und umeinander kümmern. Meine Erfahrung hat uns bis hierher geführt, aber jetzt ist es an der Zeit, dass du meinen Platz übernimmst und unser Volk an einen besseren Ort führst. Um den Übergang zu erleichtern, könnte ich dir etwas von dem beibringen, was ich gelernt habe. Ich werde dein Tutor. Ein Tutorial sozusagen. Was sagst du? Machen wir natürlich, ganz klar. So, also wenn es euch nicht stört, ich kann heute auch mal eingeblendet bleiben. Wenn ich irgendwie im Weg bin, dann mache ich mich einfach mal weg. Dann mache ich mich weg. Mache ich mich vom Acker. So, ich kann es leider nicht rüberziehen. Die Tutorials, die hier erscheinen, werden dir alles beibringen, was du wissen musst. Öffne das Notizbuch des Dorfältesten. Ich denke mal nicht, dass ich sehr viel davon vorlesen muss. Es sind halt im Grunde die Erklärungen, wie ich was wo öffne. Ich gehe jetzt einfach mal die Punkte hier nur durch. Also das hier, da kann man dann alles im Grunde nachlesen, was man möchte, wie es mit den Biomen ist, mit Nahrung und so weiter. So, einmal zurück. Bewege die Kamera durch Klicken und Ziehen mit der Maus. Machen wir doch glatt. Pausiere das Spiel mit dem Pause-Symbol. Oh, das habe ich schon gemacht. Setze die Spielgeschwindigkeit auf 4-mal. Jawohl. Hui. Einmal Musik. Bitte. So, dann machen wir die Spielgeschwindigkeit mal wieder auf 1. Oh, was brauchst du einen Rasierer? Warum? Steht mir die Langhaarfrisur nicht? Ja, bitte, ich habe heute das erste Mal wieder was fast richtig essen können. Nun bin ich voll überfressen, okay? Öffne die Onbu-Ansicht und öffne die Weltkartenansicht. Wir wissen ja, wir können rauszoomen, ne? Das wissen wir ja. Wenn ich jetzt allerdings weiter bewege, dann haben wir das Onbu hier. Und wenn ich noch weiter rausgehe, dann haben wir hier die Weltkarte. Und wir werden uns ja dann später hier schön langsam, gemächlich diesen Weg entlang bewegen. Man kann Truppen, so viel ich mich noch erinnern kann, auf Erkundung schicken. Also hier so in diese Bereiche, die innerhalb von diesem Feld sind. Und irgendwann kommt eben hier so eine Wegabzweigung. Und da müssen wir dann eben entscheiden, wie, wohin und so weiter. Aber wir gucken uns das gleich mal an. So, baue mindestens 6 Zelte. Ich könnte ja einfach mal gucken, ne? Bug Report. So, speichern, Einstellung, Feedback. Einstellung. Ich guck mal, ob das jetzt hier geht. Twitch. Mit Twitch verbinden. Dorfbewohner erhalten Namen aus dem Chat. Der Chat entscheidet über Onbus Bewegungsrichtung. Dann machen wir doch mal mit Twitch verbinden. Da haut's mir natürlich jetzt erst einmal hier das Fenster weg. Login complete. Na, ist doch super. So. Anwenden. Zurück. So, wie auch immer das jetzt genau läuft. Ich weiß es nicht. Aber gucken wir mal. So, wir sollen mindestens 6 Zelte bauen. Hör mal, ich gucke jetzt mal, wo hier viele Bären sind, weil wir müssen ja dann auch... Da ist recht viel Fels. Fels. Da sind sehr viele Bären, aber das ist sehr weit weg, ne? Von der Mitte. Und das da ist ein bisschen mager. Also ich würde schon sagen, dass wir dann den Farmer hierhin machen, dann legen wir doch mit den Zelten hier los. Machen wir doch mal. Oh, Karolins, es freut mich für dich. Moritz, da, gute Bolte. Ich kann bald wieder nochmal reden statt nuscheln. Ja, das höre ich ja nicht so, weil du tippst nicht genuschelt. ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und weil es so schön ist, machen wir gleich nochmal 6 Stück. So, die haben zwar noch kein Holz, aber die kriegen jetzt dann eh gleich den Befehl, Holz zu farmen.
Genau, zieht mal los. Ich lasse mal auf schnell laufen, dass wir das rucki-zucki haben. Ich hoffe, vom Sound her ist es auch in Ordnung. Also, dass das Spiel jetzt nicht zu leise ist und ich euch anplärr. Oder andersrum, das Spiel plärrt euch an und ich bin zu leise. So, sammle mindestens 10 Holz, baue mindestens 8 Zelte. Alles klar, die Zelte haben wir schon angegeben. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier drauf. Wir tun jetzt einfach mal hier die Bäume hier wegfällern. Und würde sagen, wir schicken auch gleich mal welche los, die hier oben die Steine mitholen. Erstmal die Sachen holen, die weiter weg sind. Ne? Und Essen brauchen wir auch. Dann würde ich sagen, machen wir doch da auch gleich. Zack. Dann sind die schon mal beschäftigt. Also ich fand es damals schon grafisch sehr schön. Von der Optik her hat sich zum Prolog nicht sehr viel verändert. Oder zu diesem Testspiel, was wir da einmal hatten. Besser ist doch wohl so manches Mal, hört sich schon lustig an. Weil 6 so schön ist, machen wir nochmal 6, genau. 2x6 ist besser. Ja, ich habe nicht nur 6, ich habe sogar 12. So, ihr habt jetzt Beeren gesammelt, aber ihr solltet doch eigentlich Holz sammeln. Wolltet ihr nicht Holz sammeln? Hauen wir mal hier einen Kahlschlag rein. Ach so, naja klar, weil die das ja gleich wieder weggeholzt haben hier, ne? So, das Ding auch. Und da machen wir uns gleich auch noch ein bisschen Platz. Da kommt dann die Bude hin. Hier würde ich sagen, mache ich dann später den Holzfäller hin. Deswegen könnten wir eigentlich hier auch gleich mal ein wenig frei machen. Die sollen ruhig schuften, ne? 22, ist das irgendwie ein neues Dingensen, was du da hast, Pitti? Dieses 22 Uhr? Platziere einen Bärensammler. Genau, und der soll dann bitte hierher. Hier, Essen. Bärensammler. Und der passt halt so schön hier rein, ne? Wenn ich den noch eins rüber tue, dann bringt mir das gar nichts. Nee, dann stellen wir den dahin, das passt schon. Ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen Dingensen. Ja, dieses 22 Uhr, was du da gehashtaggt hast. Frau Zockersucht, Hashtag 22 Uhr ist das dann. Das ist ein Dingensen von Frau Zockersucht, wegen ab 22 Uhr erst Erwachsenen Dinge erzählen. Okay. Ja, wieso? Ich habe doch nur gesagt, ich hab 2x6. Und ich habe jetzt nicht nur 6, ich habe sogar 12. Also das ist doch nicht Erwachsenen Dingensen. Aber irgendwo ist immer nach 22 Uhr. Das stimmt. Gestern war ja auch schon 22 Uhr. Also sind wir definitiv danach. Priorisiere eine Aufgabe, dann priorisiere ich doch mal die hier. Baue einen Bauernhof. Oh, Bauernhof. Da haben wir jetzt halt hier ein bisschen Platz gemacht, das ist gut. Bauernhof, das muss ja auf jeden Fall auf Grünfeld sein, ne? Das wäre zu weit weg, da sind zu viele Bäume. Ja, aber wenn dann hier irgendwie... Ich glaube, ich mache das hier hin, weil die fällen ja dann die Bäume sowieso. Machen wir den da hin. So, Prio. Pitti, bin ja mit einem Spielstand im Piniengebiet. Da sehen die Ställe echt schön mit aus, weil viel Gras und ein paar Blümchen gefällt mir bisher am besten. Ich bin letztens in Dinkern, bin ich letztens wirklich ins Boot gestiegen. Und bin weit rausgefahren mit dem Boot, weil ich dachte, dass vielleicht nochmal irgendwo was kommen wird. Aber nix, das ist einfach nur ewigst großes Wasser. Naja.
Ich ärgere mich gerade, weil einen Meilenstein zählt er bei mir nicht, nämlich das Fotoknipsen. Okay. Ich habe seit gestern den Heli. Kommt man mit dem Heli dann weiter? Also wirklich auch auf andere Gebiete? Ich habe jetzt zumindest schon mal zwei Türme gefunden noch. Zwei von diesen Portaltürmen. Da bin ich ja schon mal ganz froh. Unter Einsatz meines Lebens habe ich die Dinge gesucht. Mit diesen blöden feuerspuckenden Viechern da. Aber der im Süden fehlt mir noch. Da muss ich mal gucken. Aber ich denke sowieso, dass ich demnächst entweder Spirit of the Island oder Dinkum einstellen werde. Weil da kommt nicht so viel drauf irgendwie. Nee, nicht weiter auch als zu Fuß oder mit Boot oder mit Tele, okay. Also der Hubschrauber geht halt einfach nur schneller, ne? Ich weiß, ich vermute mal, das hat mit Aufträgen zu tun oder der Meilenstein kommt erst noch. So, Moment. Weise deinem Bauernhof Felder zu. Setze die Anzahl Arbeiter in deinem Bauernhof auf mindestens 3. So, Felder zuweisen. Feld plus. Ah, und dann muss ich die hier hin machen, ne? Okay, dann warte mal. Wir machen... Warte mal, das wird ja noch bewirtschaftet, ne? Dann gehen wir halt bis da raus. Dann haben wir auf jeden Fall einiges an Feldern. Und 3 Arbeiter. Alles klar. Was? Baue ich mindestens 2 Luftbrunnen. Ach, die Dinger da. Okay, Luftbrunnen. Moment, was machen die nochmal? Extrahiert automatisch Wasser aus der Luft. Funktioniert besser in Biomen mit höherer Luftfeuchtigkeit. In Wüsten wird kein Wasser erzeugt. So, soll ich den vielleicht dann direkt hier dahinter stellen? Ich denke mal, die brauchen den, ne? Und noch einen dann da oben vielleicht. Beim Häusle. Bei die Häusle. Ich habe halt überall Brücken und so weiter. Und nehme viel den Tele, okay. Ja, also ich gehe auch sehr viel lieber zu Fuß. Mach mir Spischen. Das Jetski. Wieso, wo ist dein Geschäftsmann? Ist der wohl an einem bestimmten Ort? Genau, Jetski, aber Heli und Moped macht halt auch Spaß zum Rumflitzen. Ja. Ja, was mich nur dann immer stört, wenn du gerade so ein sehr stark Loot-Spiel hast, dann bist du zu Fuß eigentlich immer besser, weil du kannst jederzeit das Zeug aufsammeln, musst nicht erst absteigen, wieder aufsteigen, absteigen, aufsteigen. So, die scheinen gut drauf zu sein, hä? 16 gut gelaunte Bürger. Oh, unser Onboot steht auf. Hallo. Guten Morgen. Nice. Kein Hornbläser gebaut. Ja, den muss ich auch noch bauen. Das steht direkt hinter mir, wenn ich hier draußen bin. Okay. Wir wandern los. Hallo? Steine? Moment. Dann sammel doch einfach mal die Steine hier. So, was haben wir denn hier noch alles? Lager. Wassertank. Materialienlager sollten wir bauen, oder? Dass wir das auch irgendwo hin... Wir machen das jetzt mal hier vor den... Da bauen wir aber gleich mehr, ne? Wir brauchen 10 Holz jeweils. Drück halt einfach Shift, dann kannst du das leichter machen. Komm, wir machen 9. Wir machen die 6 Stück. Das sollte schon passen, oder? Dann fällen wir mal noch das Holz hier. Die fällen wir mal weg. Machen uns jetzt einfach mal Platz hier. Ja, ihr sollt es nicht nur abbauen, ihr sollt es auch ab ins Lager damit.
Okay, das sind immer mehrere Steine, ne? Drei sind es, okay. Gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Also wir wandern zu langsam hier vor. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier schon was losschicken kann. Ah, okay, da muss man ja den Kundschafter bauen. Stimmt, ja. Und hier vorne kommt dann irgendwo das Horn hin. So, jetzt macht mal hinne hier. Prio. was? Mir fehlen bei den Käfern noch zwei und ich wäre verrückt, weil ich habe eine Liste, wo ich die finde und diese Emperor-Libelle finde ich einfach nicht. Die andere ist erst wieder im Herbst. Boah, was genau das mit dem Looten habe ich geschrieben weiter oben. Ja, das habe ich ja gelesen, dass du lieber zu Fuß gehst wegen dem Looten. Ich wollte es auch nur noch bestätigen, dass ich das auch so mache. Ja, die Libelle hat mich auch irre gemacht, habe die ewig gesucht, aber dann so am Ende der Jahreszeit doch endlich mal gefunden. Aber nur mit dem Buch. So, baue einen Wassertank. Jetzt machen wir Pause. Baue einen Wassertank. Den haben wir dann da. Den stellen wir auch hier direkt daneben. Dann baue ein Silo. Silo. Das stellen wir dann da. Ne, warte mal, das Silo stellen wir unten mit dazu. Machen wir mal einen Abstand. Aber ich glaube, wir brauchen sowieso mehr, ne? Baue ein Materiallager. Na gut, die sind ja gerade am Bauen. So, macht mal hin hier. Jawohl, so kürze ich das. Wieso nur mit dem Buch ist die so klein? Ich dachte, die ist riesig. Libellen haben doch so ein tiefes Brummen eigentlich. Ich habe irgendwie eine Libelle mal gefunden, aber die habe ich dann in der Box irgendwo dahingestellt. Okay, was ist da vorne? Nomaden. Oh, das ist cool. Wir haben da vorne dann schon gleich Nomaden. So, was haben wir denn da noch zu bauen? Ressourcen, Steinmetz und Zimmermann. Pflanzpilze an und Erntezieh-Pilze sind die Grundlage für Onbu-Futter. Felder müssen auf Erdboden platziert werden. Dann denke ich mal, sollte ich das dann irgendwo da machen. Das können wir noch nicht. Kräutergärtner. Pflanzen und erntet Kräuter für medizinische Zwecke. Felder müssen auf Grasboden platziert werden. Okay, das sind also die Dinge, die wir jetzt schon mal dann alle herstellen können, ne? Bärensammler, Bauernhof, Luftbrunnen. Die Lager. Forschungsgebäude. Unbedingt. Das darf ich nicht vergessen. Wir machen hier das Forschungsgebäude her. Mitten rein. Im Herbst fehlt mir, glaube ich, noch der Goliath-Stick. Groß schon, nur eine einzige auf weite Flur. Und mit dem Buch siehst du dann die. Damit habe ich sie dann gefunden. Okay. So, wie weit seid ihr? Werdet ihr auch mal langsam fertig? Na also. Ui. Stimmt, da muss ich auf jeden Fall mehr Silos bauen, ne? Baue ein Forschungsgebäude. Ja, da habe ich es doch. Das ist die höchste Prio jetzt. Genau, Holz. Das ist gut. Dann werde ich hier auch mal noch Holz abbauen. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal so. Zack. Dauert noch ein bisschen. Ich brauche unbedingt das Forschungsgebäude, dass wir dann eben auch Ding, ne? Hier forschen können. Ja, wo lungert denn ihr überall rum? Sammelt ihr jetzt das Zeug ein und machen wir mal ein wenig schneller. Aber umso schneller läuft halt er auch, ne?